Tja, liebe Modellbahnfreunde und liebe Zuschauer, es geht weiter bei unserer Live-Übertragung. Wir schleppen natürlich die technischen Störungen, die wir vorhin hatten, wieder vor uns her. Ich hatte vorhin lustigerweise gesagt, wie bei der Deutschen Bahn, wir haben eine Zuglaufstörung und kommen in verkehrter Wagenreihenfolge. Ich hoffe, lieber Jürgen, ich mache das jetzt nicht durcheinander und wir können trotzdem in aller Ruhe unsere Neuheiten vorstellen. Natürlich, lieber Frank, wir sind ja flexibel und stellen uns auf alles ein, was so passieren kann. Das muss man ja sowieso in der Modellbahnbranche jederzeit machen. Also, liebe Zuschauer, Sie haben Verständnis dafür. Ich verspreche, nach dem Mittag geht es ganz normal, wie wir das vorhatten, weiter. Kommen wir zu unserer ersten Neuheit. Du hast ja ganz viel im Gepäck und das wollen wir uns natürlich auch zeigen lassen. Ja, also erstmal danke für die Gelegenheit, dass ich das zeigen kann. Ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal mit unseren Elektronikneuheiten an, weil ESO ist ja eigentlich eine klassische Elektronikfirma. Und da haben wir dieses Jahr eine komplett neue Familie von Fahrzeugdecodern ohne Geräusch, also unsere sogenannte Lokpilot-Reihe vorgestellt. Die Lokpilot 5, wie der Name sagt, ist in der fünften Generation ab Ende Januar bereits erhältlich in verschiedensten Varianten. Was kann der alles, anders als der vorherige Lokpilot? Der Lokpilot 5 ist an allen Stellen verbessert worden. Es hängt ein bisschen von der Spurgröße ab. So haben wir zum Beispiel bei unserem Lokpilot 5 für H0 deutlich mehr Funktionsausgänge, bis zu mindestens 10, also von zwischen 10 bis 14, je nach Ausführung und Kabelbaum. Wir haben eine verbesserte Lastregelung, sodass die Motoren wesentlich leiser laufen. Wir haben noch ein weiteres Function Map. Wir können bis zu 32 Funktionstasten unterstützen. Wir haben die volle MFX-Kompatibilität bis zu 32 Funktionen mit drin. Also insgesamt haben wir diesen schon sehr guten Decoder für H0 weiter verbessert und eben mit mehr Funktionsausgängen ausgestattet. Das ist das, was für H0 letztendlich entscheidend ist. Dieser Lokdecoder ist aber auch ab sofort erhältlich. Ja genau, wir fangen jetzt an mit der Lieferung. Zunächst mal den Lokpilot 5 H0 ab Ende dieser Woche. Was dann eine, zwei Wochen später kommt, ist das Wichtigere, ist der Lokpilot 5 Micro. Wir haben also diesen Decoder auch für die N-Spur und TT-Bahner unter den Zusehern neu rausgebracht. Auf den Lokpilot 5 Micro sind wir besonders stolz, weil wir ihn erheblich verkleinert haben, also quasi nochmal geschrumpft. Nochmal geschrumpft, wie muss ich mir das vorstellen? Wärme drauf und kleiner gemacht? Oder? Ja, wir haben auch nicht mit dem Hammer draufgeschlagen oder mit der Säge abgeschnitten. Wir haben tatsächlich durch Einsatz von Miniaturbauteilen es geschafft, den Decoder auf nur noch 7x8 mm Grundfläche zu kriegen. Das ist also deutlich kleiner als ein Fingernagel, deutlich kleiner als der Vorgänger und deutlich kleiner als die meisten von unseren Marktbegleitern. Also insofern passt alles rein, alles wunderbar. Und ich denke, da wird auch viele Freunde finden und darauf haben die Kunden wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange gewartet, denke ich mal. Ja, also wir haben natürlich die Erfahrung gemacht, dass im Endspurbereich Platz alles ist und je kleiner ein Decoder ist, desto leichter kann man ihn einbauen. Wir haben die Entscheidung für den Lokpilot 5 Micro auch noch insofern ein bisschen sozusagen den Leuten versüßen wollen, indem das Preisniveau etwas niedriger ist als beim Vorgänger. Tatsächlich ist der Lokpilot 5 Micro preiswerter als sein Vorgänger, der V4, obwohl er mehr Funktionsausgänge, mehr Funktionen hat. Und das ist ja immer das Wichtigste, dass der Nachfolger, meistens ist es ja mal umgekehrt, was neu kommt, wird teurer, aber tolle Leistung von euch, dass zumindest da auch ein kleiner Preis nach unten Regulierung da ist, dass die Leute auch das kaufen können und vor allen Dingen auch nutzen können. Ja, uns, genau, das war uns wichtig. Es ist deswegen möglich, weil die Leute sagen, wie ist das möglich, dass was Neueres jetzt plötzlich billiger wird als das Alte. Tatsächlich liegt es daran, dass wir sehr viel Gleichteile mit der H0-Variante haben und auch die Fertigungstechnik in unserem Werk in Pilsen in Tschechien besser im Griff haben. Das heißt, die Ausfallrate von Endspurdecodern ist jetzt deutlich geringer, als sie vor Jahren noch waren, weil wir doch einiges investiert haben in Produktionstechnik und diesen sozusagen Produktivitätsvorteil, um es mal auf BWL-Deutsch zu nennen, den geben wir natürlich an die Kunden gerne weiter. Also, alles schick, alles gut und ich denke, das wird auch angenommen werden, das Angebot von den Kunden. Jetzt kommen wir mal von den Elektronikbauteilen weg. Die sind ja auch nicht so attraktiv zum Angucken. Es sind ja reine Funktionssachen. Wir kommen zu den Wagen. Du bist ja im vergangenen Jahr eigentlich vorgeprescht mit den Silberlingen, mit den N-Wagen. Und da gibt es jetzt neue Formen bzw. Farbvarianten. Ja, das stimmt. Wir haben ja im September in Göppingen die ersten Varianten unserer N-Wagen, also genannt Silberlinge, vorgestellt, in Epoche 3 und als Rotlinge Epoche 6.
Dieses Jahr, Anfang Januar, haben wir jetzt im Prinzip alle noch fehlenden Varianten angekündigt. Man sieht hier im Bild schon bereits die Epoche 4 als klassischer Silberling, eben mit dem Pfauenaugenmuster und dem schwarzen Rahmen unten. Der hat eben auch die Wellenräder und die entsprechend passende Inneneinrichtung. Epoche 4 gibt es wieder einen kompletten Zug. Und auch, den sehen wir, glaube ich, später noch in der Kamera, mit dem Karlsruher Kopf. Das ist der mit dem orangen Kopf, wo das Dach sozusagen nicht weg ist. Wir legen es gerade rein, wir müssen ein bisschen improvisieren, denn wie gesagt, wir haben immer noch das. Gut, macht nichts, dann kommen wir halt mit dem Citybahn-Variante. Vielleicht kann man den ein bisschen drehen, damit man in der Kamera auch die Inneneinrichtung sieht. Weil dieser Wagen in der Citybahn-Variante hat nämlich ein komplett geändertes Innenleben mit dem Bistro eben, was bei denen sehr massiv geändert wurde im Vorbild. Und wir haben es natürlich entsprechend mitgeändert. Das heißt, auch die Citybahn gibt einen kompletten Zug mit 4 Wagen. Der hat eben auch einen Karlsruher Kopf mit dabei und ein paar zweite Klasse Wagen. Und da wir jetzt von einem Karlsruher Kopf sprechen möchten, wollen wir den Karlsruher Kopf natürlich auch noch sehen. Der gehört ja auch irgendwo dazu. Unser Kamerakind kommt schon ein bisschen in den Straumen. So, der Karlsruher Kopf, da ist er. Wir hatten ja letztes Jahr den klassischen Hasenkasten und den Wittenberger Kopf schon vorgestellt. Natürlich war naheliegend, dass wir auch den Karlsruher neu umkonstruieren. Also wir haben jetzt im Prinzip die komplette N-Wagen-Familie vorbildrichtig abgebildet mit allen entsprechenden Funktionen. Und zu diesem Karlsruher Kopf haben wir auch ein Vorbildfoto. Das wollen wir auch nicht vorenthalten. Der steht sogar fast in deiner Heimat in einem Bahnhof. Da ist er. Ja, das kann nicht weit sein. Meine 218 ist auch da im Hintergrund zu sehen. Ja. Unsere Karlsruher Kopf hat unser N-Wagen mit Karlsruher Kopf hat auch die komplette Ausstattung wieder. Es ist alles eingebaut mit Digitalelektronik, mit Powerpack. Also man braucht in dem Wagen auch nichts umbauen und irgendwie erweitern. Und Licht ist auch da. Selbstverständlich ist eine Innenraumbeleuchtung mit da und ein Lichtwechsel und Führerpult und Führerstandbeleuchtung und ein Lokführer haben wir auch noch reingepackt. Lokführer, gut, das Ding muss ja irgendwie fahren. Jetzt kommen wir zu der nächsten Variante. Das ist jetzt zwar der Wittenberger Kopf, aber als Mintgrün, als Mintling. Genau, also die Variante gab es natürlich im Vorbild auch und wir haben natürlich auch diese Vorbildgitter nachgebildet. Das ist eben ein Steuerkopf Wittenberger mit klassischer mintgrüner Bemalung. Auch hier gibt es einen kompletten Zug bestehend aus Steuerwagen, einen erste Klasse, / zweite Klasse Wagen und 2 zweite Klasse Wagen. Die Frage wäre jetzt, die muss ich von einem Modellbahner weitergeben, ob es diesen Wittenberger Kopf oder diesen Mintling auch mit einem Gepäckabteil an der Seite gibt oder mit dieser Falttüre, wo man also Traglasten oder irgendwas einbauen oder reintragen kann. Da hast du mich jetzt natürlich erwischt. Wir haben natürlich bei den anderen Köpfen diese Falltüren drin, bei dem nicht. Warum? Ich weiß es nicht, ob es ihn gegeben hätte. Theoretisch ist es natürlich denkbar, dass wir den machen. Was ich noch dazu sagen will, für die Leute, die sich für die N-Wagen jetzt interessieren, die sind alle Varianten ab sofort lieferbar. Das heißt, wir haben Anfang der Woche eine Lieferung erhalten aus dem Werk und die gehen jetzt quasi alle in den Versand, sofern er die vorbestellt beim Händler. Und das ist auch ganz wichtig, liebe Zuschauer, der Hinweis. Es ist tatsächlich so, alles, was wir heute hier zeigen und was Sie sehen, ist sofort lieferbar. Dann möchte ich Ihnen auch noch mal einen kleinen Satz am Rande sagen. Das habe ich Ihnen vorhin schon bei McLean gesagt. Wenn Sie diese Fahrzeuge bei uns jetzt kaufen bzw. vorbestellen, bevor die ausgeliefert werden, können Sie sich ab einem Warenwert von 100 Euro noch einen Warengutschein sichern für Ihren nächsten Einkauf. Ich denke also, das lohnt sich bei uns hier mal auch auf den Seiten zu stöbern. Und wir haben ja auch diese spezielle Seite für das Messefernsehen, wo Sie diese Neuheiten, die wir jetzt besprochen haben, auch noch mal zusätzlich ansehen können. So, müssen wir noch was sagen zu den N-Wagen, zu den Silberlingen? Eigentlich nur, dass sie sehr gut geworden sind und ich hoffe, dass jetzt jeder die Farbe findet und die Epoche, die ihm gefällt. Und ich kann es bestätigen, wir hatten es ja bei den anderen N-Wagen schon gehabt, wenn man sich die Drehgestelle und die Achsen anguckt, diese Nachbildung dieser Wellenradscheiben, ist einfach affengeil, kann ich Ihnen nur so sagen. Dankeschön, dem habe ich nichts hinzuzufügen für die N-Wagen. So, dann kommen wir zu den Güterwagen. Wir hatten im vergangenen Jahr schon die ZAG vorgestellt. Du hattest gesagt, die sind weggegangen wie warme Semmeln. Tatsächlich ist es wirklich so gewesen. Wir waren relativ schnell ausverkauft.
Also es hat mich nicht wirklich überrascht, weil wir haben die zu einem sehr, sehr fairen Angebot eben auch dem Handel angeboten und eben auch dem Endkunden. Natürlich war uns klar, wir können uns darauf nicht ausruhen, wir machen neue Varianten. Ein paar davon sieht man jetzt auch schon im Bild. Wir haben jetzt neue Farbvarianten, einmal als BP, der ist auch sofort lieferbar ab Werk. Aber auch ein paar andere Farbvarianten, wie zum Beispiel Wacker oder Linde oder Frankfurter Kohlensäure und so weiter. Schlicht und ergreifend der gleiche Wagen, aber mit anderen Ladegütern bzw. Bedruckungen von bekannten Einsatzfirmen sozusagen, wenn man so will. Aber mit der gleichen Detaillierung und Qualität. Wir hatten auch wirklich wenig Probleme damit. Die Leute waren alle hochzufrieden. Und wenn die Leute zufrieden sind, bin ich es natürlich auch. Und ja, ist eine wirklich schöne Wagenfamilie. Läuft auch gut vom Gewicht her. Und sind dann ab Anfang, Mitte April lieferbar. Also spätestens zu Dortmund sind die bei uns. Die sind schon fertig produziert, werden aber jetzt noch sozusagen versendet aus Asien hierher. Also wer schnell sein will und noch ein paar Wagen haben möchte, bevor sie wieder weg sind, vorbestellen ist alles. Und Sie können sich dieses Set, ich hoffe, es wird wieder ein Set angeboten, sichern. Wie immer werden wir die nur im Zweierset liefern. Es sind immer zwei Wagen in einer Schachtel, damit man auch ordentlich Länge hat für sein Geld. Also man kann auch mit einem kleinen Güterzug fahren, Kesselzug. Okay, jetzt wird es ein bisschen größer. Ja, jetzt kommen wir zur G-Spur. Wir haben ja da unserer Zweitmarke Pullman schon einige Projekte realisiert. Und endlich, nach langer Vorbereitungszeit, darf ich Ihnen den ABE 442 drei der Rätischen Bahnen vorstellen. Jetzt mal rübergereicht, ja, muss genau, ich sagen. Der ist so groß, den muss ich jetzt selber mal in die Kamera reinhalten. Der passt nicht in die Kamera. Wir hoffen, dass wir es hier hinkriegen. Vielleicht hier rein mal. Sie merken schon, man kriegt sehr, sehr viel Lok fürs Geld. Und ich schwer, ich halte ein bisschen. Alles gut, das schaffe ich gerade noch. Der ABE 443 der Rätischen Bahnen ist passend natürlich für LGB-Schienen, als Vorbild eben in Schmalspur eben gefahren, fährt heute noch. Wir haben in den 6 Varianten, 2 rote in Epoche 5, 2 rote in Epoche 6 und eben auch eine sogenannte Werbevariante mit einer speziellen Bedruckung. In dem Fall habe ich die 100 Jahre Panina jetzt mir mal rausgesucht. Die Wagen sind extrem hoch detailliert. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr umfangreich detailliertes Dach. Wir haben ein sehr, sehr, das kann ich jetzt natürlich nur schwerlich zeigen, auch ein sehr detailliertes Drehgestell. Wir haben die komplette Inneneinrichtung inklusive Bedruckung von den Tischchen an den Fenstern nachgebildet. Wir haben bedruckte Innenwände, wir haben natürlich die Pufferboje entsprechend ausgestattet. Da sind alle Wappen und alle sicherheitsrelevanten Bauteile und auch alle Bremsschläuche alle dran. Also ein wunderschönes Modell geworden. Und hat natürlich auch alle Funktionen, die man natürlich von ESO auch kennt. Wir haben die Pantographen, die sich elektrisch heben und senken lassen. Wir haben einen Kurvensensor drin. Wir haben Bremslichtflackern drin. Wir haben eine vollständige Beleuchtung. Das heißt, da ist eine Führerstandsbeleuchtung drin. Da ist eine Innenraumbeleuchtung drin. Wir können sämtliche LEDs vorne und hinten unterschiedlich schalten mit allen Warn- und Signalisierungen, die es bei der RHB im Vorbild gab. Wir haben ein Powerpack drin und natürlich unseren Loxon 5 XL Decoder mit einem 16-Bit Sound und Hi-Fi Qualität, sodass das Ding auch wirklich so klingt wie das Original. Ich bin sprachlos. Ja, ich auch bald, weil er zieht mich langsam runter. Er ist natürlich auch entsprechend schwer und wir hat zwei Motoren. Zwei Bühlermotoren treiben das Ding an und er wird ab Sommer in Handel kommen. Was mir noch wichtig ist zu sagen, das Ding ist komplett in Europa produziert, bei unserem Partner in Serbien, der sich viel Mühe gegeben hat, die modernsten UV-Druckmethoden zur Bedruckung eben auch mit uns eingeführt hat. Ist auch für uns natürlich ein Zeichen, dass wir auch in Europa wieder Produktion machen wollen und können. Das ist eine sehr wichtige Aussage. Ja, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir uns nicht auf einen oder zwei eben verlassen. Und Qualität ist natürlich keine Frage der Herkunft. Wir arbeiten eben seit Anfang an auch mit unserem Werk in Pilsen sehr gut zusammen, wo die Decoder herkommen. Und das klappt auch hier ganz gut. So, dann muss ich sagen, reicht die Lok wieder rüber. Und wir kommen jetzt eigentlich zu den Klassikern von ESO. Ja, wir haben natürlich auch noch eine neue Lokmodell, Farb- und Formvariante vorgestellt. Die Klasse 77 und Klasse 66, die sind ja ursprünglich in Kanada gebaute klassische, eigentlich amerikanische Lokomotiven, die wir schon seit 2010 im Programm haben, beziehungsweise 2012. Wir haben aber natürlich trotzdem uns es gibt so unglaublich viele Formen und Farbvarianten, dass wir gesagt haben, wir machen nochmal welche dieses Jahr. So haben Sie hier zum Beispiel im Bild eine Railfeeding, die auch ursprünglich sozusagen aus Holland kommt.
Vielleicht ist auch deswegen die orange Farbe drin, ich weiß es nicht. Ich denke ganz bestimmt. Bisschen ist dabei. Dieses Lokmodell ist ab sofort lieferbar, hat natürlich die komplette ESO-Technologie drin. Also wir haben Raucheinheit, wir haben Kurvenlicht drin, Kurvensensor drin mit Kurvensound, wir haben Bremslichtflackern drin, wir haben Powerpack mit drin. Wir haben Führerpultbeleuchtung. Wir waren ja als ESO ohnehin die Ersten, die Führerpultbeleuchtungen eingebaut haben. Wir haben natürlich eine Führerstandsbeleuchtung. Wir haben sämtliche vorbildgetreuen Lampenfunktionen mit drin. Das Modell ist komplett aus Metall. Läuft wunderschön, auch auf Wechselstrom. Auch sehr schwer, über 500 Gramm. Fährt wunderschön auf Wechselstromgleisen, wenn man den so will. Und ist sozusagen eigentlich, in meinem so will, das Original. Also ich möchte auch den Zusehern nochmal sagen, es gibt wunderschöne Class 77 bei ESO, ab sofort. Was es auch ab sofort gibt, deshalb, die ist so klasse geworden, die wollte ich unbedingt nochmal vorstellen, vielleicht kann man die ein bisschen drehen, dass man sie von vorne sieht, ist die Hector Rail. Das ist eine eigentlich in Skandinavien registrierte, also aber auch natürlich in Deutschland rumsausende Lok. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil die hat natürlich oben eine Klimaanlage, unten hat sie Schneepflug dran. Sie hat eine andere Lampenanordnung und hat auch 5 Türen. Das heißt, es ist eigentlich eine sogenannte Class 77, die modernisierte Variante. Alle unsere Klassen, die wir dieses Jahr ausliefern, haben einen Loxan 5-Decoder drin mit einem nagelneu gemachten 16-Bit-Sound. Sie haben einen Doppellautsprecher drin mit diesen Sugar Cube-Lautsprechern, sodass dieses Ding auch wirklich originalgetreu klingt. Kann man sofort beim Händler bestellen. Und den Loksound habt ihr da selber aufgenommen? Oder? Ja, wir haben die Loksounds natürlich schon mindestens 3-mal aufgenommen, weil das sind ja amerikanische Motoren. Und diese Motoren sind auch bei ST40s zum Beispiel mit drin. Also wir sind ja sehr stark bei amerikanischen Motoren und Vorbildern. Aber wir haben den natürlich so abgemischt, wie das Ding auch bei der Schalldämpferanlage rauskommt. Also weil ja die Class 66 gerade in aller Munde ist, auch bei anderen Herstellern, wollte ich nochmal sagen, man muss nicht warten, man kann ein wunderschönes Modell sofort erwerben. Das war jetzt das Wort zum Sonntag, würde ich fast sagen. Lieber Jürgen, ich glaube, wir sind jetzt durch mit den Vorstellungen. Ja, für den Moment habe ich nichts Neues. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei. Und es sind noch einige andere Neuheiten geplant für später des Jahres. Aber wie ich immer wieder schon betone, wir machen es jetzt wirklich immer nur so, dass wir Sachen ankündigen, die entweder sofort oder innerhalb der nächsten 6 bis 8 Wochen lieferbar sind. Alles andere bleibt verschlossen. Also ich denke mal, auch liebe Zuschauer, dass die Lokomotiven bzw. die Citybahnwagen, die Silberlinge und auch die anderen Formvarianten, Karlsruher Kopf, Wittenberger Kopf mit diesen anderen Farbvarianten bei den Zuschauern sicherlich sehr gut ankommen wird. Viele warten schon drauf. Wir sagen noch mal extra, weil ich sehr oft auch Diskussionen im Netz immer mitlese, leise. Ich schreibe da nichts, aber diese Wagen sind komplett, die Steuerwagen, ein- und ausgerüstet. Da muss nichts mehr dran gemacht werden. Es gibt ja auch Hersteller, die da muss man dann noch den Funktionsdecoder nachrüsten, Licht nachrüsten. Das ist bei dir nicht der Fall. Bei ESO sind die Steuerwagen komplett fix und fertig. Genau, weil das wäre zu kompliziert, den ganzen Lichtwechsel und alles einzubauen. Ich meine, beim Sitzwagen eine Innenraumbeleuchtung einzubauen, ist bei uns nur einmal ein Dach runter, reinklipsen und wieder zumachen. Aber bei einem Steuerwagen wäre das schlecht mit den ganzen Lichten vorne und dem Führerstand und Führerpultbeleuchtung nicht möglich. Darum haben wir uns entschieden, wir machen die komplett. Und das Licht flackert auch beim Angehen? Ja, wenn man das will, ist es vorab softwaremäßig so mit dem Neonlicht vorprogrammiert. Klar, das ist bei uns Standard, so ein Lichteffekt. So. Gut, vielen Dank, lieber Jürgen, für die kurze, knappe Vorstellung. Und wir, liebe Zuschauer, sehen uns jetzt nach der Mittagspause ganz pünktlich, verspreche ich Ihnen wieder. Bei ESO waren wir gerade, ich bin jetzt auch ein bisschen durcheinander. Bei Lenz, da gibt es ebenfalls einige Neuheiten zu berichten. Ich freue mich auf Sie, bis nachher. Tschüss.